Moin und Servus, fair, Erte, frei, fair. Heute geht es darum, also nicht um meine Knie, sondern um diesen Sitz, beziehungsweise um die Fehlstellung, die aus diesem Sitz, also Schneidersitz, entstehen kann, nämlich den Schneiderballen. Tolle Herleitung, großartig, danke. Bevor es aber losgeht, Video startet jetzt noch nicht, denn ich habe ja beim letzten Video einfach spontan einen Fotowettbewerb ausgerufen, von dem ich auch bis dato nicht wusste, dass es ihn geben wird. Und wir haben mit meinem Team zusammen über ein sehr, sehr ausgeklügeltes System einen Gewinner, eine Gewinnerin erkoren. Wir haben nämlich einfach immer auf drei unser favorisiertes Freiläuferbild in die Kamera gezeigt über einen Zoom-Call und sobald es eine Übereinstimmung gab, hatten wir einen Gewinner. Und das haben wir so lange gemacht, bis es ein Foto gab, was tatsächlich dreimal in die Kamera gezeigt wurde. Und wer den Freiläufer-Hoodie gewinnt, das erzähle ich jetzt. Bianca Zehnder. Wir schreiben dich an, Bianca, über Instagram, wo der Wettbewerb ja auch gelaufen ist. Übrigens nochmal vielen, vielen Dank. Also das ist wirklich toll, wie viele tolle Bilder da kamen und überhaupt die Menge. Mega geil. Und ihr dürft natürlich immer weiter auch über den Hashtag Freiläufer auf allen möglichen Plattformen tolle Sachen posten. Ich finde das echt mega schön, dass die Community so nach vorne geht und so lebhaft ist und Spaß an der gesamten Sache hat. So, Video startet jetzt. Intro. In diesem Video werde ich euch wirklich kurz erklären, was der Schneiderballen ist, die Ursachen klären und dann gibt es natürlich auch Therapiemöglichkeiten, darüber sprechen wir auch und später im Video gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Übungen. Es wäre ja nicht mein Kanal, wenn ich da nicht auch irgendwie ein bisschen was für hätte, was man selber machen kann und was ich glaube ich auch am sinnvollsten finde. Der Schneiderballen heißt Schneiderballen nicht, weil Professor Dr. Schneider ihn im 18. Jahrhundert erfunden hat und auch nicht, weil 00 Schneider ihn entdeckt hat. Nein, er heißt einfach Schneiderballen, weil ihn vor allem Schneider hatten, aufgrund der Sitzposition. Das gucken wir uns gleich noch sehr viel genauer an, aber schon mal vorweggenommen, die Haltung der Füße in dieser seitlichen Haltung, die führen dann am Ende oft zu diesem Schneiderballen, zu der Symptomatik des Schneiderballens. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Im Prinzip ist es das Gegenstück zum Hallux Valgus. Also wenn der Hallux Valgus die Verlegung der Großzehe zur Fußinnenseite ist, zur Fußmitte ist, dann ist der Schneiderballen die Verlegung des Kleinzeh zur Fußmitte. Auf schlau heißt das Ganze Digitus Quintus Varus. Es ist halt die Schieflegung des kleinen Zehs und das kann halt Probleme machen. Das kann Schwielen geben, das kann Hornhaut geben. Es können auch Schleimbeutelentzündungen entstehen. Es können Hühneraugen zwischen dem vierten und fünften Mittelfußköpfchen entstehen. Und es kann allgemein zu Metatarsalgien kommen. So nennt man letztlich alles, was irgendwie Schmerz im Mittelfußbereich ist. In meiner Bubble kommt das zwar häufig vor, also man sieht diese kleinen Zehen oft, die so ein bisschen zur Seite neigen, dass das problematisch wird, kenne ich jetzt eher seltener. Also ist meine Wahrnehmung aus unseren Coachings, Trainings, Workshops etc. Es kann sein, dass andere Fachbereiche das anders sehen. Und der Anspruch ist aber trotzdem oft da, den kleinen Zeh so wunderschön gerade zu bekommen, wie hier in unserem Paradebild von diesem indigenen Menschen, der sehr wahrscheinlich sein Leben lang barfuß aufgewachsen ist. Und das ist so ein Idealbild, wo ich mittlerweile ein Fragezeichen hintermachen würde. Zudem gucken wir uns jetzt mal an, wo der Ballenzeh bei uns, wo wir jetzt ja keine Schneider meistens sind, oder nicht dauerhaft zumindest, oder lange Zeit im Schneidersitz sitzen, wo das doch auch herkommen kann und warum der kleine Zeh so aussieht, wie er aussieht. Und das ist gar nicht so unnormal und gar nicht so unnatürlich, glaube ich. Wenn man sich so in der Literatur umschaut, dann findet man als die häufigsten Ursachen für einen Schneiderballen natürlich die Sitzhaltung, den Schneidersitz. Dann folgen auch schnell schon die Schuhe, die zu engen Schuhe. Ganz klar, wie beim großen Zeh auch, wenn ich die Position dauerhaft über Jahre und gerade in der Entwicklungszeit als Kind verändere, dann gewöhnt sich oder passt sich mein Körper, mein Fuß an diese Position an, adaptiert diese Position, wächst da rein.
und dann ist mein kleiner Zeh genauso schief wie der große Zeh, wobei ich immer sagen würde, dass der kleine Zeh vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und Vorsicht, auch bei Barfußschuhen ist es oft nicht so, dass der kleine Zeh da an der Seite genug Platz hat. Den hat man nur noch weniger auf dem Schirm vielleicht als den großen Zeh. Dann findet man ganz häufig, haha, der Spreizfuß. Und zum Spreizfuß, oh, da möchte ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich glaube ja nicht so an das pathologische Bild des Spreizfußes. Da gibt es ein langes Video dazu von mir. Hier, ich könnt ihr euch angucken, auch nochmal in der Infobox. Spreizfuß ist für mich keine Ursache, ist wenn überhaupt ein Symptom. Und auch das finde ich schon schwierig, weil ich glaube, dass der Fuß generell von uns Menschen natürlicherweise vorne breit ist und auch ja an den Mittelfußköpfchen. Deswegen finde ich das schwierig. So, und ich habe das jetzt gerade mit den Sitzpositionen so lapidar abgetan. Schneidersitz, klar. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz viele Positionen gibt, Haltungspositionen, in denen wir den kleinen Zeh zur Fußinnenseite drücken. Das ist der Schneidersitz, das ist aber auch der Fersensitz. Der Sitz auf dem Stuhl, wenn wir unsere Füße unterm Stuhl so vielleicht über Kreuz haben und immer eigentlich dann, wenn wir unseren Fuß auf die Außenkante stellen, ist oft der kleine Zeh mit nach innen gedrückt. Sogar in der Hängematte habe ich das letztens herausgefunden bei mir selber. Wenn ich die Füße so rausgestreckt habe und die Hängematte immer weiter enger wird, dann kann es den kleinen Zeh nach innen drücken. Beim Schlaf, wenn ich zum Beispiel auf dem Bauch liege oder auf der Seite, auch schon bei kleinen Kindern, also die sitzen auch im Fersensitz und da wird der kleine Zeh auch reingedrückt. Ich glaube, dass der kleine Zeh einfach auch doch irgendwann diese Position annimmt. Bei den Haltungen, die auch phylogenetisch sind, also stammesgeschichtlich bei indigenen Völkern auch vorkommen. Tiefe Hocke, Schneidersitz, Fersensitz, das sind jetzt keine unphysiologischen Sitzhaltungen und da wird der kleine Zeh halt wirklich auch verlegt und deswegen glaube ich, dass das, ja, es kann schon sein, dass der kleine Zeh einfach bei vielen Menschen so aussieht. Wenn es kein Problem ist und wenn der keine Probleme verursacht, dann ist es ja auch vielleicht kein Problem. Es gibt ein paar Übungen, die aber letztlich die gleichen Übungen sind, die alle irgendwie machen. Also so Spiraldynamik-Übungen und ja, mit dem Igelball rollen und solche Geschichten. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Das ist für mich alles nicht zielführend, weil es nicht an die Ursache geht. Wenn die Ursache bei den allermeisten doch ist, dass irgendwas von außen drückt, irgendwas drückt den kleinen Zeh nach innen und darauf passt sich der kleine Zeh über die Jahre an, dann kann nicht die Lösung sein mit dem Igelball, ja, die Muskulatur ein bisschen entspannen, aber das ist für mich nicht, das ist nicht effektiv, das ist nicht an der Wurzel gepackt, das ist ein bisschen nett. Ursächliche Behandlung wäre, wenn ich wirklich dagegen arbeite, also gegen den Druck von außen, den ich da jahrelang gehabt habe, versuche wirklich den kleinen Zeh wieder nach außen zu bringen. Und das zeige ich euch gleich. Trotzdem ist das allererste, was ihr machen solltet, zu schauen, euch zu beobachten, wo ist euer kleiner Zeh in welche Position gebracht. Schaut euch über den Tag an, wann und wie oft euer kleiner Zeh in diese Schneiderballen-Zeh-Position gebracht wird, wann ihr und wo ihr sitzt, wann ihr Schuhe tragt, Socken tragt, Hausschuhe tragt, etc. etc. in der Hängematte liegt und macht euch das dann in dem Moment bewusst. Und wenn ihr das schon mal verändert, dann habt ihr viel gewonnen. Also, Bewusstmachung ist der erste Schritt, Veränderung dieser Positionen ist der zweite Schritt und der dritte wichtige Schritt ist korrektives Training, denn der kleine Zeh wird jetzt von alleine vermutlich nicht wieder gerade werden und da kann man ihm natürlich helfen und das ist ein bisschen Übung und Training. Und wenn wir gerade dabei sind, das, was die Entlastung bringt vom fünften Metatarsalköpfchen, ist, dass der kleine Zeh wieder einigermaßen stark wird. Wie kann ich meinen Schuhwerk verändern? Da erzähle ich euch jetzt vermutlich nicht viel Neues. Barfußsandalen, Laufsandalen, breite Barfußschuhe und natürlich so viel wie möglich komplett barfuß sein. So, die erste Übung, die kennen einige vielleicht aus meinem Online-Kurs, der 22-Tage-Barfuß-Transformation. Wenn nicht, dann wird es mal Zeit, dass ihr den Kurs macht. Und das ist einfach eine passive Abspreizung. Also ihr legt Mittelfinger oder Zeigefinger auf eure Grundgelenke hier und dann nehmt ihr euch großen Zeh und kleinen Zeh mit den Daumen und spreizt die schön ab. Das kann man so dynamisch machen. Geht da ruhig rein. Also es soll jetzt nicht super wehtun, aber man darf den Zug schon ein bisschen merken. Dann kann man das auch nochmal statisch halten. Und das bringt erstmal, dass ihr da überhaupt eine Beweglichkeit herstellt. Passiv und mit viel Kraft.
aber überhaupt erstmal die Gelenke wieder in die Position zurückbringt. So, jetzt geht er wieder hier zurück, gerade der Kleine. Das heißt, er kann das von alleine jetzt noch nicht. Die Muskulatur ist jetzt zumindest vom Abduktor. Der Abduktor vom Kleinzeh, der sitzt hier an der Außenseite. Der Muskel, der den abspreizen kann, der hat keinen Adduktor. Das heißt, da kann man jetzt nicht viel aufmachen. Also deswegen Igelball und so hier in der Mitte ist halt echt fraglich. Aber einen Abduktor hat er und den kann man stärken und den kann man trainieren. Und den trainiert man vor allem durchs aktive Abspreizen des kleinen Zehs. Und dazu habe ich mal ein komplettes Video gemacht, nur für die Abspreizung. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gibt es hier oder in der Infobox. Und das findet ihr natürlich auch mit Übungen in meinem Online-Kurs. Ich möchte es noch mal kurz erwähnen. So, also das Abspreizen hier ist eine Grundkompetenz, die ihr beherrschen solltet, wenn ihr am Schneiderballen arbeiten wollt. Denn wenn ich den kleinen Zeh nicht dahin bringen kann, wenn ich nicht in der Lage bin, den in der Gehbewegung oder halt auch beim Stehen in die Position zu bringen, dann wird der immer wieder zurückgehen. So, und für die zweite Übung braucht ihr hier so ein Gummiband, ein Terraband, geht auch ein Einmachgummi zur Not. Ihr ahnt schon, worauf das hinausläuft und etwas, woran ihr das Gummiband festmachen könnt. Auf dem Boden, am Boden, in Bodennähe. Also ein Tischbein, wenn der Tisch ordentlich schwer ist und nicht wegrutscht. Oder ich sehe hier gerade so ein Rohr von der Heizung, was unten reingeht. Also irgendwas, wo ihr das unten an Bodennähe befestigen könnt. Und jetzt schiebe ich mal hier zurück. Also am Ende müsst ihr eigentlich nur den Loop... Was ist das denn? Was denn? Ich will mal eure Reaktion sehen, wenn man euch spontan unter das Sofa filmt. Also den Loop, Terraband, Einmachglasband, whatever ihr habt, befestigt ihr einfach irgendwie mit einem Knoten oder wenn ihr euer Sofa anheben könnt. So, und mit meinem Band mache ich das jetzt so, ich schlage das hier einmal ein, mache das ein bisschen kleiner, damit es für den kleinen Zeh passt. Deswegen geht tatsächlich auch ein Einmachgummi. Und dann bringe ich den kleinen Zeh auf Zug. Deswegen müsst ihr schon auch ein Möbelstück benutzen, was entsprechend Widerstand bieten kann. So, jetzt habe ich erstmal auch wieder nur die passive Spreizung, wie gerade auch. Und jetzt bringe ich das Ganze in die Bewegung. Das geht jetzt am allerbesten, wenn ich von der Ferse wie beim Gehen auch aufsetze, dann den Abduktor vom kleinen Zeh entspanne, hier loslasse und der Loop führt mich dann in diese Bewegung. Also ich setze so fächermäßig die Zehen vom kleinen Zeh zum Großzeh hin auf und bringe da den kleinen Zeh in die Bewegung. Ich merke es jetzt auch, dass da richtig schön Zugbelastung drauf kommt und die zweite Progression wäre jetzt, dass der Fuß vorne breit aufsetzt und ich jetzt hinten hochgehe. Ja, ihr seht, ich habe den anderen Fuß hinten noch als Stütze stehen und da gehe ich jetzt hoch. Ich kann das aber auch, ich kann auch beide Füße nebeneinander stellen und dann quasi in Ballenstand gehen. Roll jetzt auch so ein bisschen von der Ferse hinten nach vorne und wenn ich vorne auf dem Ballen stehe, hebe ich hinten die Ferse hoch. Und wenn ich das mit dem Loop kann und da sicher bin, dann kann ich das natürlich auch nochmal ohne Loop probieren und da auch wirklich in die Gehbewegung den kleinen Zeh abspreizen, soweit ich kann. Auch da einmal Ferse hoch von der Ferse zum kleinen Zeh, zum Großzeh. Wenn die Zehen vorne stehen, dann hinten die Ferse hoch in den Ballenstand. Auffächern und Krafttraining dabei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lauft frei. Ihr dürft diesen Kanal gerne abonnieren. Müsst ihr aber nicht, denn ihr seid ja freie Menschen. Genauso wie ihr freie Läufer seid. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, euer Emanuel.